Legen Sie bitte alle Metallgegenstände ab, die Sie mitführen. Nicht. Schlüssel, Kleingeld. Da ist er. Ach du Scheiße! Ich muss wissen, wer der Babo ist. Hafti Abi ist der im Lambo und Ferrari sitzt und hier Rabi Money Rich. Ich glaube, so halbwegs können wir es uns wieder leisten, weiter zu streamen. Ich habe jetzt halt blöderweise aus Reflex schon meinen Nachbarn erschossen. Ich will mir jetzt ein Bier holen. Dafür brauche ich bestimmt 20 Sekunden und in der Zeit passiert hier überhaupt nichts. Haben wir uns da verstanden? Alter. Junge, das ist voll die gute Idee, dass Privatpersonen einfach Sprengkörper im betrunkenen Zustand einmal im Jahr benutzen dürfen, oder? Ja, lol, ey. Moment, oder sind wir Personal? Scheiße, wir sind das Personal eines Landes. Oh Gott, nein. Dara ist gerade erwacht, sehr schön. Weitere werden folgen. Noch sehen? Bin ich... Scheiße. Ja gut, dann hilft jetzt auch nur die Repetierarmbrust rauszuziehen und meinen Nachbarn zu erschießen. Er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen! Das hat er gemacht! Du dumme Sau! Habt ihr gesehen? Die 99 Cent reichen jetzt gerade wieder für... Sterling, still waiting for the kick to happen. It's probably wondering when... Daraufhin, oder ja, ungefähr zeitgleich, habe ich einen Film eingestellt, in dem ich eben eine Absage bekannt gegeben habe. Und dann habe ich Otto gesagt, Otto, weißt du was, hurra die Gans, ich mache mit, unter einer Bedingung, bring mir Fritz Meinecke, tot oder lebendig, habe ich gesagt, Otto, habe ich gesagt, das ist die Bedingung. Ich will kein Geld haben. Alles, was ich will, ist Fritz Meinecke, tot oder lebendig. Unter euch befindet sich eine Person, eine wie sonst keine. Denn unter uns wandelt auf Erden ein Geschenk des Himmels, möchte man fast sagen. Ein Engel in Sandalen. Es ist niemand anderes als die Unglaubliche, die Bezaubernde, die Individuelle, die fast Gottesgleiche, von allen Angebetete, Liebenswerte, Sonsch. Schön, dass es dich gibt, schön, dass du hier bist. Es ist jeder Tag mit dir ist ein Geschenk. Danke. Premiumstuhl würde Karl sagen, ja. Ich sage. Hansi, hinter sich, er ist gar nicht tot. Und das ganze Video ist original eine Computerstimme, die dir irgendeinen Text von Wikipedia vorliest. Nein. Hinterseher wurde 1908. Ach, das ist eine Computerstimme. Ich dachte, das ist einfach Rito, der das vorliest. Qualität ist die gleiche. Naja, gut, ne? So kann man sich täuschen. Hallo. Hallo, herzlich willkommen im Haskeier-Podcast. Heute habe ich Leon mit dabei und heute trinken wir Sternburg-Bier. Jo, Westen, wa? Wichser. Ja, lol, ey. Thomas Gast hat gesagt, Seven vs. Wild, egal welche Staffel, das war ja nie Survival. Fritz, schau dir das doch mal an. Ihr seid auf einer tropischen Insel, Fritz Meinecke. Da gibt es keine Giftschlangen, keine Skorpione und schon gar keine Krokodile. Und die größte Gefahr der Natur war auch nie vor Ort, Fritz Meinecke, nämlich ich, Thomas Gast. 17 Jahre französische Fremdenlegion, davon 3 Jahre in einen alten Kartoffelsack unter der Erde eingemauert. Das ist richtiges Survival. Die Leute müssen vor Angst dürfen die nachts nicht schlafen, Fritz. Hast du mich verstanden? Ja. Wenn du mich nicht hören kannst, Fritz, ich stehe bald hinter dir und du wirst nicht mit mir rechnen.
Amüsche der Legionär, euer Tom. Ich bin reich! Alles, alles, alles geht vorbei, doch wir komm. Hört auf! Hört auf! Stell dir vor, kommst du auf so eine ostdeutsche Schule, kommt da hier irgendwie Kevin Marcel Friedericus und zieht so aus seiner Federtasche so seinen Gänsekiel und taucht ihn in so ein Tintefass ein. Oh, heute werde ich hier im Deutschunterricht die Sonate an den Mond schreiben. Ich habe nämlich eine Federtasche. Oh, Wohlgemut, sei dir gesonnen, Herr der Fliegen, dein Untergang wie der Sonnenuntergang, süß, lieblich, romantisch, der Ewigkeit verschuldet, Kevin. Oh, man sollte es immer sehen. Was ich aber früher gar nicht wusste, Kippfenster sind auch deutsch. Ja, das stimmt. In Amerika hast du das Fenster zweigeteilt und du kannst es nur quasi, du kannst die untere Hälfte kannst du so nach oben schieben. Aber mehr geht nicht. Also der obere Teil, der ist komplett fix und du kannst nur so wupp machen. Ist aber auch praktisch, weil dann kannst du nämlich nachts ausbrechen, um zu deiner Jugendliebe Julia auszubrechen. Also Juliet, wie sie in den USA heißt. Dann besorgst du dir eine Leiter, stellst die an das Vordach des Wohnhauses, kletterst über das Vordach, steigst bei Juliet ins Fenster ein. Sie sagt, oh mein Gott, Pia, da bist du ja, ich hab dich schon vermisst. Und dann sagst du, Juliet, bitte hör auf zu reden, lass uns einfach nur sein. Plötzlich kommt ihr Vater rein und sagt, oh mein Gott, was ist denn hier los? Teddy, lass es mich erklären. Ich lass mir gar nichts mehr sagen von dir, Juliet, du und deine ganzen Männergeschichten. Weib, wo ist meine Flinte? Nein, dann schieß ihn nicht. So, ja, ich hab schon ganz andere Leute abgeknallt, ich war im Irakkrieg. Nein! Und so ein Klassiker halt. Um den neuen Autobahnabschnitt in Augenschein zu nehmen. Die Menge tobt, als der Führer persönlich den ersten Spatenstich macht. Hurra, hurra, auf ein weiteres Jahr im Frieden. Oder auch nicht, mal gucken, was die Polen so machen. Hurra. Eieiei. Luisa, wenn du jetzt aufstehst und ihm eine scheuerst und Anne Will erwürgst, dann können wir mit mildernden Umständen reden. Jeder Richter wird dich freisprechen. Hör auf damit, du... Hör auf, Emotionen, wir brauchen dich ja nicht. Du machst mir immer alles kaputt. Ach komm schon. Nur ein Fick mich in den und nenn mich Mary. Die sind so lecker. Sehr gut. Alter, was? Holy shit, Alter. Oh mein Gott. Alter, sind ja... Okay. Das ist auch eine neue Qualität, ne? Holy fucking moly, Alter. Stahalle, dankeschön für 20 und Pot of... Ei, fick ja, mich ja, doch ja. In alle Komm, Löcher. Ja. Solche Beleidigungen hier, Digga, würde ich dich auch hier boykottieren, Digga. Wenn das ja die neue Form der Unterhaltung ist, Digga, dann bin ich auch krass. Von Rohan negativ beeinflusst hat, der wie so ein kleiner Creep am Rand steht und sagt, schauen Sie mal, wie ich jetzt den Hambacher Forst räumen lasse. Schauen Sie mal, wie lustig das ist. Jesus war ein guter Mann, der hatte einen Umhang an. Jesus war ein flotter Typ, den hatten alle Leute lieb. Jesus hatte langes Haar und braune Augen, wunderbar. Jesus hatte Latschen an. Wie kein anderer Mann. Jesus, Jesus, du warst echt okay. Jesus, Jesus, every time fair play. Mathe blau, Deutsch rot, Englisch gelb, Religion violett. Ich hab in Religion doch kein Schreibheft. Musik braun, Musik braun? Sag mal, spinnt ihr oder was? Spanisch-Orange hatte ich nicht Bio-Grün. Lass dich noch mit mir reden. Wer hatte denn ein Rallye-Schreibheft? Naja, Popcorn ist vegan.
Also Liebling, guck mal, ich hab neu an Sandra, pass mal auf. Ich hab, Sandra, hörst du mir überhaupt zu? Sandra, pass auf. Sandra, ich habe hier auf mein neues iPhone habe ich ein Update gemacht. Weißt du, was das ist, Sandra? Jetzt hör mir einmal zu. Du lernst jetzt was, Sandra. Pass mal auf, Sandra. So, hier habe ich jetzt ein Update drauf gespielt auf das Gerät. Und jetzt ist durch das Software-Update hat sich nämlich, was ist passiert, Sandra? Richtig, die Hardware hat sich verbessert. Das ist mit dem Update ist jetzt so ein Kleber im Gehäuse drin, der das wasserdicht macht. Hast du das verstanden, Sandra? Hast du nicht verstanden? Ah, bist du ein bisschen dumm geworden? Wieso ändere ich die? Ich bin von Hochdeutsch ins Berlinern abgerutscht. Ach, Sandra. Harkon, ich bin es, der Vulkangott. Opfere jetzt alles, alle deine Zuschauer meinem Zorn. Gib Geld, Harkon. Nicht mich, gerade dich, Ledö. Du bist der allererste, den wir in den Vulkan werfen. Sterni, bist du da? Sterni? 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 Sterni, 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 Sterni. Ja, da ist er. Wenn ich einer Person wirklich einen Liebesbrief schreiben würde, dann würde die mich einfach auslachen, weil ich habe die Rechtschreibung und die Handschrift von einem Dreijährigen ohne Hände. Ich glaube, dann die würde einfach irgendwie entziffern, dass es von mir ist und würde zu mir kommen und sagen, Harkon, was steht denn da eigentlich? Bitte sag mir, dass es eine Todesdrohung ist. Mit allem anderen kann ich umgehen. Ich sag's, wie es ist. Ich hoffe immer noch, dass die Ents kommen und einfach alles kaputt schlagen. Dass da einfach so ein paar bemooste Kiffer seit Jahren im Wald leben, die einfach jetzt gerade noch drüber reden. Sag mal, Baumbart, wollen wir diesen scheiß Bagger kaputt machen? Also, die Dinge der Menschen interessieren uns Ents eigentlich gar nicht. Wir sind selber Menschen, wir sind einfach nur bemooste Kiffer. Ach so. Moment mal, wie vergisst man denn einen 65-Zoll-Fernseher im Zug? Liebling, haben wir alles? Guck mal, wir haben den Louis Vuitton-Koffer, wir haben den Thorsten seine Pläne, Russland anzugreifen und wir haben den Sohn, den wir schon zweimal vergessen haben, als wir in Urlaub gefahren sind. Ich glaube, wir haben alle. Nicht, dass wir irgendwas Großes, Sperriges in einem braunen Karton im Zug gelassen haben, Andi. Nicht. Oh, ich mache jetzt was, das man im Internet niemals tun sollte, Chat. Ich werde eine Großbildaufnahme machen. Wie ich ein weißes Stück Papier hochhalte. Von heute auf morgen umstellen ist auch unrealistisch. Ja, das stimmt, aber der Lidl... Guck mal hier. Hör mir mal zu, Dekadent. Hör mir mal zu. Wenn wir jetzt hier alle, wie wir sind, nach Lidl gehen, da auf Irland. Wenn wir da nach Lidl gehen, so viele Produkte haben die ja gar nicht. Wie soll denn das funktionieren, ne? That shit into the oven. Oh, fick mich in den Mund, das sieht aber auch geil aus. Oh, das würde ich mir so richtig unchristlich reinziehen, ne? Auch ehrenlos auf Magen. Oh, I have no time for weak ass bullshit. Ich brauch das. Ich bin raus.